Der genaue Ursprung des Klöppelns ist nicht bekannt. Manche vermuten, dass die Grundlagen der Technik mit dem Handel aus China im 16. Jahrhundert nach Italien kamen und von dort nach Belgien exportiert wurden. Wirklich belegt ist das erste Musterbuch aus Venedig für das Jahr 1557. Für eine neue Ausgabe von Heimatgefühl sind wir heute in Breitenwang bei der Frau Irmgard Beck. Die zeigt uns eine alte, ganz eine kunstvolle Handarbeit, das Klöppeln. Hallo Irmgard. Hallo Michaela. Das Klöppeln, was ist das eigentlich? Ja, das Klöppeln ist eine Technik. Da werden die Fäden verkreuzt. Es ist eigentlich ganz einfach. Drehen, kreuzen, drehen, kreuzen. Es gibt verschiedene, ganz verschiedene Möglichkeiten. Drehen, kreuzen, drehen, kreuzen. Oder eben nur drehen, kreuzen. Das ist dann der Halbschlag. Das schaut so aus. Mhm. Nachher gibt es einen Leinenschlag. Gibt es einen Formschlag. Mhm. Ganzschläge, das sind Ganzschläge. Und wie man die anordnet, so entsteht dann die Klöppelarbeit. Mhm. Was braucht man denn als zum Klöppeln? Zum Klöppeln braucht man einen Klöppelpolster. Nachher braucht man Klöppel, einen Klöppelbrief. Ohne den kann man nichts machen. Ja, Stecknadeln. Mhm. Und eine Schere. Und das ist ein Halter zum Klöppel aufbewahren. Und sein tut das Klöppeln, wenn man mal die Klöppel und das hat, ein billiges Hobby, weil man aus einer Rolle Garn jede Menge Spitzen klöppeln kann. Wie bringt man denn da das Garn auf die Klöppelaue? Das wickelt man, die Klöppel werden bewickelt und zwar paarweise. Da hat man einen Wickler, da tut man die Klöppel rein, der ist elektrisch. Mhm. Und jetzt kann ich es nicht vor, weil jetzt dreht er sich hin. Und da geht das gut. Früher hat man etwas drauf ist. Das, ja, und weil ich ja keinen Strom habe. Früher hat man das natürlich alles müssen händisch machen. Das gibt es nicht so lange. Und das schaut jetzt mal für mich sehr verwirrend aus. Ich tue ganz einfach, wie du sagst, einfach nur legen. Ja. Und sind das am Anfang, ist das jetzt ein leichtes Muster? Ja, das ist jetzt ein mittleres Muster, weil das gibt jetzt ein Bild. Wenn man natürlich Spitzen klöppelt, dann wiederholt sich das immer wieder. Mhm. Und da, mit wie viel Klöppel fängt man denn an? Wenn man es lernt, fängt man klein an. Also gut, drei Paar braucht man, sonst geht nichts. Nachher fängt man halt so mit so Bändchen an. Mhm. Und da kommt immer ein Paar dazu. Es wird nachher immer. Und da hat man am Anfang hat man da schon genug zu tun, dass man weiß, welcher Klöppel oder welches Paar wohin gehört. Und legen tut man immer auf den Brief drauf. Auch für so eine Spitze. Immer. Anders geht es nicht. Man sicher, man kann ein Bändchen machen. Ja. Nur an Flechter, aber den kann man nachher auch machen, nur mit Fäden, ohne Klöppel. Wo hat denn das Klöppeln, wo hat denn das seinen Ursprung? Ja, wo genau der Ursprung ist, das weiß man nicht. Aber die ersten Quellen sind Musterbücher des 16. Jahrhunderts aus Italien. 1557 in Venedig. Von da aus soll die Technik nach Spanien, die spanischen Niederlande, nach Frankreich. Und so hat sich das halt verbreitet. Mhm. Viel geklöppelt hat man nachher im Erzgebirge. Da hat die Barbara Uttmann, der Mann war Bergbauunternehmer, und nachher ist der Bergbau total zusammengebrochen. Und nachher hat die 900 Klöpplerinnen beschäftigt. Und das war natürlich für die Leute eine große Hilfe. Da hat alles geklöppelt, die Kinder,
Die Männer werden vielleicht ein bisschen mehr nachher sich um den Haushalt gekümmert haben. Und das war sicher früher auch eher Arbeit oder jemand, der sich was geklöppelt zu leisten hat, können. Das waren eher das waren reiche Leute. Die reichen Leute, ja. Das war, sagen wir, im Barock. Da war es mehr vom Ludwig XIV. Die haben ja also Häslanke, so dreiviertel Häsle und unter breite Spitzen. Und gemacht hat man das eigentlich, um die Ränder zu festigen. Da hat man zuerst Fransen gemacht, dann hat man die Fransen verknüpft. Und da sind halt nachher immer mehr Kunstwerke entstanden. Dann ist man draufgekommen, dass man so schön machen kann, dass oder? Dass man da alles Mögliche machen kann, ja. Was, wie bist jetzt du aufs Klöppeln, oder? Zu der Technik, ja, zu der ich habe das schon ganz ungefähr, habe ich schon vor 40 Jahren angefangen. Da ist eine Frau Golderer von Innsbruck über die Volkshochschule. Mhm. Die haben da so Kurse ausgeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, das probiere ich. Handarbeiten war immer schon so, das meine. Weil das muss man mögen, da hinsitzen. Da sitzt man natürlich. Für jemanden, der immer am Weg sein will, ist es keine passende Handarbeit. Was muss man eigentlich als für Fähigkeiten haben? Mal Ausdauer, ein bisschen geduldig werden? Ja, lernen kann es jeder. Das ist in dem Sinn keine Kunst. Aber eben, man muss es mögen. Das sind ja total feine, filigrane Fäden. Ja, da gibt es noch viel feinere. Ach so? Das ist jetzt noch eigentlich nichts Feines. Dann aber muss man aber auch gut sehen können für die Arbeit? Ja, das muss man, aber Gott sei Dank habe ich da das Glück, dass ich das wirklich gut sehe. Wie lang brauchst du jetzt für so ein... Ja. Bild wird das nachher? Das wird eigentlich eine Weihnachtskarte. Aha. Ja gut, die Möglichkeiten sind da unbegrenzt. Und wie lange ich brauche, da schaue ich nie auf die Uhr. Weil in einer Stunde ist nichts. Yeah. Und fürs Klöppeln braucht man einfach Zeit. Da, und ich habe da mein Tischle. Und wenn ich Zeit habe, sitze ich mir hin. Im Sommer auch auf der Rasse. Und ja, jetzt muss ich aber noch von meinem Werdegang weiter erzählen. Nachher da haben wir nur Spitzen gelernt und ja, so viele Spitzen braucht man. Dann habe ich es eigentlich auch wieder lassen. Und nachher hat mich eben eine gefragt, die auch schon bei der Frau Golderer mit uns dabei war, ob ich möchte auch einer Gruppe in Höfen anschließen. Und diese Gruppe hat die Frau Paula Vogler angeführt und dann bin ich da auch und da habe ich wirklich sehr viel gelernt. Mhm. Weil die hat sich da selber weitergebildet, die ist auch zu einer Klöppelmeisterin nach Mirming gefahren, die auch sehr viel kennen hat. Und die Frau Vogler hat nachher da viel gelernt und auch viel selber ausprobiert und hat uns einfach nachher viel gesagt. Und inzwischen ist das auch viel mehr aufgekommen. Man hat viel mehr Material gekriegt, weil früher hat es das gegeben, so Bücher und Vorlagen. Mhm. Und es hat nachher, da haben schon welche Blut geleckt und haben nachher viel Klöppelbrief und viel Muster hat es nachher gegeben. Da gibt es ja heute eine wahnsinnige Auswahl. Mhm. Wenn man da zu diesen Kongressen fährt, das ist unglaublich, was es alles gibt an Material und an Möglichkeiten, etwas zu machen. Ja, Briefe. Das hat es früher einfach gegeben. Mhm. Früher war so ein Klöppelbrief ein Schatz. Mhm. Dann kann man alles kopieren. Yeah. Damals hat man das alles müssen zeichnen und wieder neu zeichnen, weil so lange hat das ja auch gehalten. Wie viele Klöppel hast jetzt du momentan gerade für ja, das gut, Bild das in der sind Arbeit? Jetzt wenig. Wenig? Das sind jetzt ganz wenig, ja, weil wenn man jetzt da wirklich etwas macht. Man tut immer paarweise. Und das sind jetzt 3, 4, 5, 6 Paar. Das ist im Grunde gar nichts, weil man da nur die schmale Streifle nachher so. Dann hängt man es da wieder zusammen.
Wenn man so eine Spitze macht, dann hat man 30, 40, 50 Paar. Also, das okay. ist jetzt wenig. Sind und die beschriftet? Nein, beschriftet sind sie. Nein, das weiß man nachher schon. Die liegen so da. Und wenn man es einmal kann, nachher nimmt man die. Mit und einer man, Selbstverständlichkeit. Und wenn man die Oma ärgern will, dann bringt man die einfach ein bisschen ja, auseinander. Ja, gut, aber man kann sie schon wieder ordnen. Ich hab's, meine Enkelkinder haben es auch schon probiert. Kennen die auch schon? Ja, kennen, aber sie haben es probiert. Ach, also einfache Schläge. Und zuerst waren sie ja ganz narrisch drauf, yeah. Oma klöppeln. Yeah. Jetzt ist das Interesse schon wieder abgeflaut. Ja, weil es wahrscheinlich doch zu kompliziert und ist. Wahrscheinlich. Auch andere Interessen. Yeah. Ja, dürfen wir doch ein bisschen zuschauen, wie du das jetzt. Ja, mach mal. Wie du das jetzt machst. Drum, eben, es ist ja wirklich keine Kunst. Drehen, kreuzen. Drehen, kreuzen. So. Drehen, kreuzen. So. Drehen, kreuzen, drehen, kreuzen. Das ist ein Ganzschlag. Das andere ist ein Halbschlag. Falsch. Gut, das ist der Rand. Und das ist die ganze Kunst. Und nur wenn man eben da die Schläge anordnet, da entsteht halt nachher das Muster. Aha. Okay. Siehst du? Was hast du jetzt schon alles gemacht? Oh, eine Menge. Ein paar Sachen sind in dem Buch, weil ich habe natürlich schon viel verschenkt, das ich nicht mehr selber habe. Aber da könnte man vielleicht einen Blick reinwerfen. Irmgard Klöppelabenteuer. Ja, das hat mir der Peter gemacht. Band 1? Ja, Band 1. Ich habe schon gesehen, aha, Band 2 gibt es nicht mehr. Ganz viele Weihnachtssterne. Ja, kann man natürlich Weihnachtsschmuck machen, jede Menge Engel. Und da gibt es Bücher. Machst du jetzt die, machst das Gleiche um die Kugel? Nein, das wird nachher um. Das wird? Ja. Oh, das ist offen, auf dem Polster? Wird oben nachher zusammen. Ja. Okay. Ganz kunstvolle ja, und aufwendige Engel sind da drauf. Muss man da die Spitze dafür irgendwie stärken? Ja, ich stärke sie nachher ein bisschen. Entweder mit Haarspray oder es gibt auch einen speziellen Spray für Klöppelarbeiten. Weil ich meine, wenn man jetzt so Figuren macht, wie zum Beispiel Engel und so, das muss ja stehen. Ja. Yeah. Und da ist nachher der nicht ausreichender. Da geht es durchs ganze Jahr in dem Buch. Ja. Da sind Jahreszeitenbilder drauf und Tiermotive. Also das unbegrenzt eigentlich. Ja, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und ich meine, es geht nachher, je feiner es ist, immer mehr wird es kunstvoller. Weil es gibt schon so feine mit einem ganz feinen Garn auch, da, wo auf einen Quadratzentimeter vielleicht 40, 50 Mal Klöppel sind. Gibt es bei Ihnen so noch so eine Gruppe? Ja, bei uns gibt es eine Gruppe, ja, in Höfen. Und das hat die Frau Vogler angefangen. Die hat eine Ausbildung gemacht bei einer Klöppelmeisterin. Und die Gruppe besteht. Und da war ich lange dabei und da bin ich auch sehr dankbar. Inzwischen hat das jetzt schon die Waltra Gundolf übernommen. Danke Irmgard, dass wir jetzt da bei dir so viele schöne Sachen gesehen haben. Ja, ich glaube, das war ganz gut, dass wir auch die Handarbeit, also kunstvolle Handarbeit, wieder einmal ein bisschen mehr unter die Leute bringt. Vielleicht hat ja auch jemand Lust,
das selber einmal auszuprobieren. Es gibt auch bei uns im Bezirk Möglichkeiten dazu. Genau. In Häfen ist eine Gruppe und da kann man gerne mal anfragen, wahrscheinlich. Man schön auch Einsteiger, ja. Gut. Weil irgendwie muss man es immer von Grund auf lernen, klein anfangen und ja, und aufhören kann man nie, weil das ist endlos. Gut. Danke, Irmgard. Gerne, Michaela.